Wann sind es Illusionen? Und wann ist man alleine, umgeben von Millionen, doch die Gedanken nur bei der einen? Ist es nicht wahr und empfindet nur Zweifel als echt? So ist es nicht klar und gibt nur der Angst recht. Vielleicht sollten wir uns verpassen, vielleicht haben wir das auch nicht, dieses Gedicht zu verfassen, es spricht für sich. Willst du es je lesen? Noch bin ich mir nicht sicher. Deines habe ich gelesen. Oder verpasst man sich nun für immer? Pronto? Was? Hä? Wieso bist du an meinem Telefon? Was? Wie, was? Was gibt's denn? Hast du mich gerade versucht, 8 Minuten lang anzurufen? Ich sehe das jetzt nee, erst. Ich hab eigentlich von einer halben Stunde aufgelegt. Also, du hast zurückgerufen. Was gibt's? Du hast angerufen. Okay. Du hast mich angerufen. Hier ist Mickey. Ja, sieh, Mickey. Ciao. Scheiße, ist das laut. Vielleicht ist irgendwas gerade mit dem Telefonnetz merkwürdig. Ja, willst du mir nicht sagen, was du gemacht hast, dass ich auflegen kann, oder? Du wolltest doch irgendwas. Ja, ich brauche so eine Kamera zum Umhängen. Ja, ich bin dran, so habe ich aber gerade nicht. Wie, so um den Hals? Ja. Wie, ihr habt das nicht, was ich will? Ja, ich hab das gerade nicht. Ich hab eine Kamera von Weasel News da, die kannst du haben. No, ich will eine zum Umhängen. Ja, dann habe ich gerade keine. Warum? Wie, warum? Weil ich das nicht bestellen kann. Also indirekt. Aber ihr hattet mal welche. Ja, ich hatte mal welche, ja. Vor einem Jahr oder so. Da wolltest du die nicht haben, weil du kein Geld hattest. Ja, aber ich dachte, das wird zurückgelegt extra für mich. Ein Jahr lang. Was ein Jahr? Das war doch nur vor 2 Monaten. Ich kann keine Sachen 2 Monate zurücklegen. Ich muss auch irgendwann mal was verdienen. Ich habe Leute, die ich bezahlen muss. Und sie hat schon wieder eine gekündigt. Wer denn? Amber. Ach, verdammt. Ja, ist nicht so ihr Fall. Ne? Tut mir leid zu hören. Ja, es ist es. Die Welt geht weiter. Lass dich davon nicht unterkriegen, Mickey. Mach ich auch nicht, aber du willst wieder irgendwelche Sachen haben, die ich nicht habe. So, was soll ich da machen? Na, das ist ja nicht deine Schuld. Das ist die Schuld von Emanuel. Ja, ist richtig. Wo ist der eigentlich? Das weiß ich nicht, verdammt, was soll das? Der sollte da sein und mir eine Kamera organisieren. Ja, der sollte da sein und arbeiten und nicht mich alleine lassen hier. Tut mir wirklich leid zu hören, Mickey. Ich wünschte, es würde anders laufen. Ja, ich wünschte, ich würde auch Sachen verkaufen, weil aktuell fressen nur wieder irgendwelche Leute auf meine Rechnung. Ich nicht, weil ich krieg ja Geschenke. Nein, ich. Ja, siehst du, ich nicht. Ja, siehst du, du kriegst die ganzen Geschenke, die anderen fressen auf meine Rechnung. Ich verdiene hier gar nichts. Wirklich? Ja, wirklich. Ja. Tut mir leid. Ich hab hier eine Kamera zum Umhängen, wieso? Ja, ist okay. Hör aber nicht zu. Ja, eine Fotokamera. Auch mit Videofunktion. Ja, du bist ja immer noch am Telefon. Was ist denn das hier für ein scheiß Telefon? Ja, na klar bin ich noch dran. $71, für was denn? Für ein bisschen Reis? Was? Wo bist du, beim Genki? Mickey? Ja, ich bin beim Genki. Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Ich bin hier gerade im. Hier, behalt den Rest, okay? Mickey, jetzt hör mal zu. Auch, ja, ich höre zu. Auch wenn das Leben manchmal echt schlimm ist zu dir, so wie heute, bin ich trotzdem froh, dass du auf der Insel bist. Okay.
machst Selfies mit irgendwelchen Leuten. Du meinst mich? Ja. Nur wieso sollte ich Selfies mit Leuten machen? Im Tiki Lala. Was? Ich war noch nie im Tiki Lala. Die war noch nie im Tiki Lala. Wer behauptet sowas? Ich war noch nicht mal dort, kein einziges Mal. Wer behauptet sowas? Jetzt sag, verdammt. Ach, irgendwelche Leute hier, die sich durchschnauzen. Jetzt sag das, bitte. Wer behauptet wieder irgendwelche Lügen? Ich will's nur wissen, Mickey. Ach, jemand hier am Lenk hier ist gut. Okay, okay, sonst noch was irgendwie außer die Kamera? Na, das, was ich gerade gesagt habe. Ich bin Was froh, denn? dass du auf der Insel bist. Ne, ich bin auch froh, dass ich hier bin. Hat das geholfen, dieser Satz? Ja, mir geht's schon viel besser so. Wirklich? Du bist ja immer noch dran. Was ist denn das für ein scheiß Telefon? Wie oft soll ich denn noch auflegen? Tja, Mickey, nun sind wir verbunden den ganzen Abend lang. Leg auf! Na gut, ich versuch's. Ich wollte nur ganz kurz checken, ob das wieder alles funktioniert. Das Telefon funktioniert wieder. Also, wenn ich auflege, dann geht das wirklich wieder so? Oder hörst du jetzt alle meine Gedanken, wenn ich auflege? Oder mit wem ich rede? Das funktioniert wieder, alles gut. Ach ja, wirklich? Oh. Mickey, was ist dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong. Da muss ich kurz nachgucken. Winewood Hills. Oh, ich wusste nicht, dass du meine meinst. Ich dachte nur so Barry generell. Yellow. Ja, das ist generell Adventure Music mein Lieblingssong. Wirklich? Oh, Mickey. Das bedeutet mir viel, dass du das sagst. Oh. Wieso winken Sie mir zu? Gut, Mickey. Siehst du Ach, jetzt? du bist es. Jetzt Scheiße, Mann. Die ganze Zeit sind hier irgendwelche komischen Leute so. Ja. Okay, Aber was ich ist? bin nicht komisch. Nein, du bist nicht komisch. Ansonsten habe ich in meiner Liste noch Graf Thaddäus, irgendwas, Rechtsmedizin für Dumme. Rechtsmedizin, ah, sowas hörst du also. Und das Fire Department. Magst du so Podcasts? Vor allem True Crime oder sowas hat. Das ist immer cool. Ist ja interessant. Und Mickey? Was schaust du so gern für Filme, Mickey? Was ich für Filme schaue? Delfin-Dokus. Delfin-Dokus? Wir sind entspannt. Wieso? Ist das nicht nervig, wenn die die ganze Zeit so hoch fiepen? So was? So hoch fiepen? Die fiepen doch so hoch. Ja, die fiepen so hoch, ja, aber es sind keine Fische. Die keine Kiemen haben. Hast du Angst vor Kiem? Bei Leuten, die ich date, ja. Sonst ist mir das eigentlich relativ egal. Ist das schon mal passiert, als du jemand vom Prison gedatet hast? Nee, aber da habe ich ja Hausverbot. Nun gut. Das Dann. musst du erstmal hinkriegen, ne? Hausverbot im Prison. Gut, nach dem, was du mir erzählt hast. Ja. Was? Ja, Mickey. Was?
Nichts, Mickey. Was war das denn, ne, Mickey? Überhaupt nichts. Das war Was war denn das jetzt? mein Delfinfiepen. Echt, das hat ein Delfin. Oh, hier geht irgendwas ab. Oh, Was Scheiße. denn? Oh, pass auf dich auf. Du musst dich verstecken. Beim Genkis geht's gerade irgendwie voll ab. Cops gegen Zuschauer. Viele Cops? Hier, hast du. Ja, viele. Hast du zufällig so eine kleine Axt oder so ein Beil? Perke, warum? Will eins abkaufen. Das Problem ist, ich habe das damals von euch gekauft, aber ich brauche das für den Film noch. Okay. Requisite. Okay, wie lange noch? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Bestimmt noch einen Monat oder so. Sind die gerade so beliebt? Ja, doch, schon so ein bisschen. Also ich weiß nicht genau, ob ich sie noch brauche, aber ich denke mal schon, weißt du, deswegen. Das bricht mir jetzt ein bisschen das Herz, weil du mir nicht aus meinem Schlamassel helfen willst, aber ist okay. Doch, aber du weißt doch, der Film, Mickey. Ja, der Film ist alles. Ja. Außer natürlich. Du sag mal, Mickey, ich muss dich noch Mickey? was fragen. Ja. Wie Heute wichtig noch, oder was? findest du Kontinuität? Oh, sehr wichtig. Wieso? Oh. Naja, Leute, die bei mir arbeiten so und nur alle 100 Jahre mal vorbeikommen, so, die sind halt, ne, nicht brauchbar. Wieso, was meinst du? In welchem Kontext Kontinuität? In keinem, Mickey, in überhaupt keinem. Oder meinst du in deinem Content-Kontext? Was? N nein, Schon nein, länger nichts mehr gekommen nicht. von dir. Was? Schon länger nichts mehr? Das war vor 2 Tagen, Mickey. Ja, vor 2 Tagen. Wisst ihr, wie lange ich zurückscrollen muss in den Venture? Wisst ihr, was da abgeht? Hast du den Film gesehen? Welcher Film? Der Kurzfilm. Was für ein Kurzfilm? Der Kurzfilm, Mickey. Reno, ich bin nie auf Venture. Was für ein Kurzfilm? Na, dann geh mal da drauf. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Schwarz-Weiß-Bild. Ja, das findest du schon. Ich muss jetzt aufhören. Ankündigung, Ihr Weg, Short Movie? Ja, sieh. Ich muss jetzt aufhören, Mickey. Extreme Cheetah Classic, okay. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Was niemand sah. Was niemand sah, war sein Schmerz. Was niemand sah, war seine Angst. Was niemand sah, war, dass er für sie alles tun würde. Doch er war gefangen. Er war wie gelähmt. Er wusste, dass er sie verlieren würde. Er hasste den Gedanken. Doch er konnte nicht anders. Er drückt vom Gedanken ans eigene Scheitern. Er würde es sowieso nicht schaffen. Also sah er in die Stadt und sein Herz tat ihm weh. Denn irgendwo da draußen war sie. Und er dachte, er müsse auf der Stelle umfallen. So sehr zersprang sein Herz vor Sehnsucht. Und nur sie, nur sie. Nur sie alleine. Es gab nur sie.
Hallo. Hallöchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder? Nee, ist das unser eigenes? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein einziger Film. Rino, was machst du um diese Uhrzeit hier? Oh Gott, es ist ein neuer Zettel da. Ja, es gab nur sie allein. So schreite das Herz stumm, stumm in die Welt hinein. Doch die Antwort blieb aus. War es doch auch nicht zu hören. Die schönen Lichter der Stadt voraus, als wollten sie stören. So wie die Nacht zum Tag, die Gefühle noch immer kreisend, wartend auf Rat, die Gedanken entgleisend. Was tut man denn nun? Ja, das fragte man sich. Liebe oder Ruhm? Vielleicht beides, vielleicht aber auch nicht. Oh mein Gott, Reno, da steht das Wort mit N. Moment, ich muss das interpretieren. Oh Mann, da ist jemand. Ist er hin und her gerissen? Ruhm. Alles wie ein Film. Ich schaff das nicht mehr. Oh Gott, das ist so cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott, einfach. Es ist inzwischen auch eine ganze YouTube-Folge. Das ist eine ganze YouTube-Folge. Alleine diese Zettel. Oh mein Gott. Ey, wir haben uns bestimmt nur knapp verpasst. Oder das war irgendwann mittags. Oder morgens. Ich habe ja, I don't know. Oh mein Gott.
Boah, ist das spannend mit diesen Briefen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist so toll. Oh, ich muss das noch mal lesen. Was ist, wenn es jemand anderes geschrieben hat? Niemand an. Das ist der Spot von Reno und jetzt auch seiner. Hier hinten kommen die wenigsten hin. Man weiß es nicht. Stell ich mir vor, das hat jemand einfach mitgenommen und ich jetzt nie gelesen. One thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a tie. To stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, never shine so brightly. Schade, da sind Leute. Naja. Das ist ja wunderschön. Wow, oh mein Gott. Das ist ja wie eine. Wow, die Kulisse, ich dreh durch. Immer habe ich dieses Lied im Kopf, die ganze Zeit. Das ist wie in diesem Film. Werden die beiden zusammenfinden oder? Ja. Naja.
Ja, ich sollte mich hinsetzen. Tap, 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 tap.
you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. Are you shining just for me? See your star. Never shine so shining just for me. City of stars, there's so much that I can't see. Oh no, I felt it from the first embrace I shared with you. Just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurant. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a time. Wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, never shine so bright. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Oh no, I felt it from the first embrace I shared with you. True.
bei ihm. Sie war müde, doch sie fuhr wieder her. Sie wünschte, er wäre hier. Vielleicht hätte sie sich dann einfach auf diese Bank legen können, während er ihr übers Haar gestrichen hätte und aufgepasst hätte. Und dann irgendwann würde er sagen, wir sollten gehen. Und dann würden sie gehen. Und sie hatte diesen verträumten Blick, als sie sich es vorstellte. Plötzlich fühlte es sich nicht mehr so schwer an, sondern wieder leicht und gleichzeitig verbunden. Und jemand spielte in der Ferne diesen Song. City of Stars, are you shining just for me? Ja, das ist dieser Song. Ja, das ist gut. Es fühlt sich anders an heute. Anders an. Vielleicht hilft mir das, mit diesem Mr. Unbekannt zu schreiben. Die Gedanken zu sortieren und sowas. Wer das wohl ist. Es ist, als würde er mich kennen. Werde ich beobachtet oder sowas? Bestimmt, Reno. Aber ich will das da hinlegen. Ich will einfach.
Wow. One thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurant. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush. A glance. A touch. Shining just for me. City of stars, there's so much that I can't see. Oh no, I felt it from the first embrace I shared with you. Wünscht er wäre hier. City of stars, just one thing else.